Munition, Splittergranaten habe ich. Scar mit Schrotflinte. Komm, jetzt kann ich ja Schrotflinte tauschen. Alter, ich habe so viel Munition für Schrotflinte. Und Leute, was geht sonst so? Ja, mach mal keinen Visier drauf. Ach, hallo. Wusste ich gar nicht. Willst du Wasserflasche? Oh. Ich hab die Tech-Kanone. Unendlich Munition? Nomad, das Flugdeck wird überrannt. Wir müssen das Schiff verlassen. Schnell! Nomad, ich bring uns hier mit einem Senkrechtstarter raus. Wir warten auf dich. Das war knapp. Maximale Stärke. Ah, muss ich aufkloppen. Maximale Panzerung. Ah. Okay. Ach, warte, können wir mal hier lang, glaube ich. Hier. Das ist Wahnsinn! Yeah. Warte mal, das ist ein Granatwerfer, ne? Hat er gesagt. Ein großer Granatwerfer. Sehen nicht sehr viel. Das Problem ist, ich kann den hier drin, glaube ich, nicht benutzen. Jo. Hau dich tot, Viech. Maximale Panzerung. Was geht? Nomad. Sie müssen diese Menschen retten. Gehen Sie raus am Deck. Los. Nomad, lebst du noch? Mehr oder weniger. Der Admiral hat's nicht geschafft. Wo seid ihr? Mit Helena im Senkrechtstarter. Der Träger wird überrannt. Die Besatzung ist tot oder im Wasser. Halt durch. Wir holen dich ab. So. Okay. Ja, ich wurde. Haben Sie den Admiral gesehen? Oh! Ach du. Scheiße, ich komme nicht mehr rein. Was? Muss der Senkrechtstarter? Wieso war mir klar, dass du das sagst? Zerstörlich. Ja, wie? Da passiert nichts. Muss laden, braucht Deckung. Ja. Ja, das ist ein bisschen uncool. Komm. Nee. Ich bin da. Energiekritisch. Ach du Scheiße. Ja, vielleicht soll ich auch treffen, Mann. Warum schieße ich hier mit? Ich habe doch hier einen zicken Raketenwerfer. Bam. Bam. Oh. Oh, meine Güte. Uncool. Okay. Easy going. Ach, jetzt ist er wieder. Jetzt hat er wieder ein Schild, glaube ich. Ja, er hat wieder das Schild. Was tust du denn? Kein Ziel anvisiert. Regenschüsse. Oder verstehe ich jetzt nicht so richtig, Mann. Einfach mal eine Granate zu dem schmeißen, zu dem guten Kerl. Ich bezweifle zwar ganz stark, doch, dass das irgendwas bringt. Ah. Jo. Es geht ein Arschgeiger. Okay.
da hat er mich dann wohl in eine. Halt sie durch, Nomad. Ich versuche es zu schwächen. Bleiben Sie in seiner Nähe. Es scheint zu funktionieren. Boah. Ich bin volle Möhre in seiner Nähe. Okay, da hat er mich wieder. Ich verstehe das nicht. Warum kann ich mit dem Ding nicht schießen? Das hat Ding jetzt angeblich unendlich Munition. So, jetzt aber. Einmal. Zweimal. Dreimal. Bam. Jetzt nur die dicken Waffen hier. So. Nächster Schuss, bitte. Nachladen. Das bist du. Ah, Mann. Schießen wir mit deinem Raketenwerfer drauf. Jetzt hat er ja wieder sein EMP, sein Schild, sein Energieschild. Oh, uncool. Das ist auch uncool. Ich bin schockfrostet. Das geht nicht. Kein Ziel anvisiert. Ja, aber ich. Kann ich da irgendwas machen? Nee, das verstehe ich nicht. Sorry, Leute. Das ist mir zu hoch irgendwie. Wenn ich lange drauf drücke. Versteht auch nicht. Also, ich denke mal, dass ich das Viech mit dem Granatwerfer killen muss, mit dem dicken Ding. Das denke ich mal, ist auf jeden Fall klar. Weil er sonst zu viel aushält hier. Da liegt was, vielleicht eine Waffe oder so. Maximale Stärke. So, okay. Maximales Tempo, maximale Munition. Was? Glasquermunition. Nächster Raketenwerfer, bitte. Kann die vielleicht das Ding nochmal schwächen, ey? Mann. Oh. Na, hier ist Munition genug? Nee, geht immer noch nicht. Nee, leider, also. Ich weiß ja nicht, ob das den hier überhaupt damaged mit den Raketenwerfern, weil. Oh doch. Doch, sieht gut aus. Ich sollte weggehen. Ich sollte weggehen. Jo. Ja, sehr weit kann ich auch nicht, würde ich mal so behaupten. Chaos-Munition kann ich nicht. Munition ist voll. Davon, hier liegt überall Feuer. Boah, voll easy, Mann. Weil ich war ja nicht alleine, ne? Lasst mich hier! Bringt euch in Sicherheit! Los! Vergiss es, Kumpel! Wir fliegen nicht ohne sie. Dreht ab, ich kann dieses Ding töten! Nicht ohne meine Hilfe! Seid ihr verrückt? Dreht ab! Was ist das denn? Besiegen Sie das Schlachtschiff der Aliens. Was? Der. Oh. Okay. Wow, Verdacht! Ich schieße mit schweren Geschützen! Erledige die Geschütze! Ah. Da muss ein Schild sein. Wir müssen näher ran, Psycho. Nomad, ich sende jetzt ein Signal über Ihren Anzug. Wir werden beschossen. Ich komme nicht an das Ding ran. Nomad, zerstören Sie die Geschütze, damit wir näher rankommen. Bin dabei. Oh. Hallo? Na, eins. Destroyed. Das denke ich, habe ich auch getroffen. Okay, das Ding ist auf. Das Ding sieht auch kaputt aus. Das Ding ist auf jeden Fall gigantisch riesig.
sieht stark panzert aus. Was ist noch eins? Zerstör die Geschütze, Nomad! Das Ding versenkt sonst das Schiff! Nee, da oben ist auch noch eins. Ja, okay, das ist auch kaputt. Jetzt nur noch das unterste. Untere, glaube ich. Okay, Psycho, bringen Sie uns möglichst nah ran. Ich hoffe mal, Sie wissen, was Sie da tun. Ha, ich auch. Okay, so bleiben. Nomad, warten Sie. Ah. Warten Sie, ich glaube, es funktioniert. Scheiße, Sie sind überall. Nomad, halten Sie uns vom Hals. Ja, ich gebe mein Bestes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na komm! Komm her, du Arschgeige! So. Ich hab's! Der Schild ist aus! Benutzt die Tech-Kanone! Mach das Ding fertig! Ich dachte schon, du fragst nie! Ja, Leute, Alter. Nutzen Sie die Tech-Kanone, los! Ah, bam! Okay. Großartig, ein Problem weniger. Ja, dieses Problem okay, ist... Okay, ich arbeite an Problem Nummer 2. Alter! So, ey, was ist mit meiner Deckung? Noch mehr, gib uns Deckung, Nomad! Ich gebe euch Deckung. Ich gebe mir auch ganz besonders auch mir selbst Deckung. Okay. Okay, uncool. Yes, man. Die sind mir ein wenig nah. Ah, das ist uncool. Das ist sehr uncool. Schild Nummer 2 ist aus! Vorwärts, Alter! Zerstör das Geschütz! Hol's dir mit der Tech-Kanone! Bam! Alles klar! Oh. Gut gemacht! Ja, ja, ja. Scar-Munition. Ach, ich habe ja Sick-Munition. Okay. Chaos-Munition voll. Spielspann. War cool. Gar. Oh, verdammt! Festhalten! Das sieht uncool aus. Junge, das Ding versenkt uns! Mach es fertig! Beziehungsweise, das sieht richtig cool aus, wenn wir hier unter dem Ding sind. Was? Okay, jetzt kommen die Nahkämpfer, würde ich sagen. Boah. Oh, ich dachte gerade schon, die Aufnahme fällt wieder ab, weil es hier so Standbild war. Mit nö Muni. An der Unterseite ist eine Luke. Schießen Sie sie auf und zerstören Sie das Ding mit einer Atombombe von innen. Ja, so was Sie sagen. Jo. Nomad, sprengen Sie die Luke an der Unterseite auf. Ja, vielleicht. Schnell, Nomad. War das die Luke? Weiß ich nicht. Einfach mal nochmal. Ja, doch, das sieht gut aus. Los, schieß, schneller. Okay, die Luke ist offen. Oh oh, Leute! Jag den Bastard in die Luft! Alle Mann, ich stehe, glaube ich, richtig scheiße. Er ist erledigt, Nomad! Vorwärts! Ich glaube, wir sollten hier weg, meine ich, weil, wenn das Ding gleich abstürzt, dann. Hab ich hier auf jeden Fall ein Problem. Oh, okay. Na los! Schnell! Springen Sie! Los! Los! Na los! Ach, das sieht cool, Sie ne? Schaffen es! Oh, Geronimo! Oh. Weißt, da stand das aber gerade eben nicht. Festhalten! Na los, Psycho! Los, los, los! Genau, gib mal ein bisschen Gas! Nitro! Drück mal Shift! Okay.
Das war ein Alien-Raumschiff. Ein relativ großes Raumschiff scheinbar. Okay. Sehr interessant, sehr interessant. Oh, was ist denn jetzt los? Das implodiert? Oh nein! Oh, Nomad, halt mich! Jo, das implodiert. Oh nö. Das macht einen ganz großen Wirbel. Was ist das jetzt? Kommt da jetzt Mutterschiff oder was? Nee. Nee, das. Nee, keine Ahnung. Das ist. Das Ding versenkt sich jetzt einfach nur. Okay, das Ding geht baden. Ja, ein Riesenwirbel. Wie ein Fluch der Karibik. Okay, Leute, sehr episch, sehr episch, sehr episch, dieses Riesenraumschiff, was jetzt in die Ocean geht. Aus Japan ist eine Flotte hierher unterwegs. Sie müsste in einer Stunde hier sein. Na, dann gehe ich mal auf Kurs. Nein, wir wissen, wie man sie knacken kann. Wir müssen weiterkämpfen. Von wem? Du wirst es nicht glauben, Kumpel. Was? Von Prophet. Er lebt? Und er scheint putzmunter zu sein. Orte seine Position. Wir kehren um. Das bin ich. Das war ich, Nomad. Und jetzt? Was passiert jetzt? Das sieht jetzt ziemlich Kantenflimmern hier. Das Game sieht jetzt so aus. Ende im Gelände. Erster Teil vorbei. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt vorbei ist. Doch? Okay. Okay, Leute, dann haben wir... okay. Dann haben wir Crysis 1 durchgespielt, scheinbar. Okay. Dann, okay. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, wird als nächstes dann mal schauen, was dann kommt. Ich denke mal, Crysis Warheat wird dann kommen. Das ist der... Das läuft parallel zu Crysis, also zu dem Teil hier. Und zwar spielt man dann Psycho. Und da wird dann halt auch relativ... Ja, da wird halt alles gemacht, was Psycho macht. Und am Ende, ich weiß nicht, ob man dann zugleich kommt. Und ja, werden wir dann mal sehen. Ist ein bisschen neuer, das Spiel. Die Grafik soll ein bisschen aufgehübschter sein. Das Gameplay ein bisschen smoother. Aber mal gucken, ne? Lassen wir uns überraschen. Ich sag da mal, danke fürs Zuschauen. Ich fand das Let's Play, also ich fand das Game sehr, sehr schön. Also man muss echt sagen, für das Spiel von 2007 ist, was man hier oben sieht, das ist jetzt 8 Jahre her. 8-9 Jahre her, als es rausgebracht haben. Dafür sieht das erstens noch relativ gut aus, ne? Warheat und 2 sieht ja noch besser aus. Und es ist eine riesen Welt, muss ich sagen. Also für einen Shooter, der einer Kampagne straight folgt, ist das eine riesen Kampagne. Also der Dschungel ist ja mal gigantisch groß gewesen. Also da muss ich echt sagen, Respekt an Crytek. Oh, das reimt sich. Na gut, Leute, ich sag dann mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play dabei. Und jo. Au revoir und bon voyage. Ciao.